Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring, meine werten Ladies and Gentlemen. Da sind wir wieder. Loretta, erneut besiegt. Ehrlich gesagt, leider ohne große Probleme. Haben wir einen neuen Zauberspruch erhalten. Und da ist sie schon wieder und schützt sie, ne? Gut, geht es weiter. An der Gnade rasten. Ne, müssen wir eigentlich gar nicht, ne? Aber ist egal. Machen wir mal. Zack, zack. Na. Sieht soweit ganz gut aus. Geht es jetzt weiter? Weiter nach unten. Jups. Die Stadt. Am Harlekbaum. Denke mal, die originale Stadt. Das ist schon eine Leiter, ne? Oh, okay. Das ist immer nett, ne? Wenn die Entwickler sie so weit einfallen lassen. Das ist eine Schlange. Wo siehst du denn Schlange? Boah, ich bin gespannt, was hier kommt. Ich bin gespannt. Ja, da gehen wir gleich hin. Wir gehen erstmal nach oben. Wir wissen ja, da oben eine Truhe ist. Ohne Gegners. Ohne Gegners. Ein uralter Drachenschmiedestein. Ach du meine Güte. Da kriegen wir langsam echt ein paar, ne? Wenn man dazu sagen möchte. Ein paar, ihr Lieben. Nicht schlecht. Ui, das sieht da unten nicht gerade gemütlich aus. Eisetstadt. Ja. Einmal nach unten. Da wollen wir hin. Ein Booster hier. War sonst nichts. Einfach nur ein Aufzug. Ja. Oh, ja, ein bisschen. Fix unten. Fix unten. Wir suchen ja. Wir suchen ja weitere etwas, ne? Elfheil. Die Musik ist nicht gerade herzlich einladend. Oh, ihr. Dann haben wir zur Zeit, oder? Okay. Na, wie gefällt dir das? Gut. Finde ich auch sehr gut. Leg dich ab, mein Freund. Wir brauchen dich. Heilig. Kann man hier irgendwie runter? Ja, da kann man wahrscheinlich irgendwo runterspringen. Oh, das sieht wieder so verwinkelt aus. Das nächste Schloss, Leute. Das nächste Schloss. Bin ich aber gespannt. Kann man hier runter? Nee. Andere Seite. Nee. Okay. Oh! Hi. Again we meet. I can only surmise our purposes are aligned. In which case, allow me to explain myself. I am of Melania's blood, but in what capacity I know not. I could be sister, daughter, or an offshoot. Whatever the case though, I am certain of a kinship between us. There is something I must return to Melania. The will that was once her own. The dignity. The sense of self. That allowed her to resist the call of the Scarlet Rot. The pride she abandoned. To meet Radahn's measure. There is something I must return to Melania. The will that was once her own. The dignity. The sense of self. Ja, die Mel...
Melania, ne? Melania, Melania, das ist sie ja. Darum geht es ja in dem ganzen Spektakel, die sich der Scharlachfäule hingegeben hat und nicht widerstanden hat, um dann letztendlich, haben wir ja gesehen, sich den Großen zu stellen. Aber sie ist ja immer noch hier. There is something of the will, the dignity. Okay, das ist der nächste Step. Da weiß ich jetzt nicht weiter Bescheid, was halt Sache ist, aber das werden wir uns angucken. Wir haben eine Herbeirufungsreserve aktiv. Was wir natürlich mal machen könnten, ist die Krummfingermedizin mal nutzen. Ich bin mal gespannt, ob man hier... Oha, was ist denn jetzt hier los? Wir können hier mehrere Geister herbeirufen. Das ist natürlich ganz interessant. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Lord Virk. Ich glaube, das sind alle Spieler, ne? Das müssten alles Spieler sein. Frosty. Ich weiß gar nicht, warum wir die herbeirufen dürften. Ob die uns etwas zeigen möchten? Wer weiß, wer weiß. Weiß es nicht. Oh, ein paar Wachen, wa? Guten Tag. Wie geht es uns da unten? Herrschaften? Wollen nicht am Ausspähen? Sehr gut. Dann komm mal rein. Zeig mal, was du drauf hast. Oh! Hat nicht so gut funktioniert. Warum leuchtet ihr? Hat das irgendeine Bedeutung? Seid ihr durch den Baum verstrahlt? Ah, runter. Oh. 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 Ich meine, wir dürfen uns jederzeit zurück teleportieren, richtig? Das heißt, wir gehen mal runter. Was hast du jetzt? Scharfschützenstelle. Für einmal dich. Sehr gut. Auch dich? Das wäre natürlich ein Träumchen, ne? Wenn wir das machen können. Sollen wir es einfach mal ausprobieren, ob wir ihn von hier kriegen? Huch, wo ist er hin? Na, nö. So hübsch. Hm. Also wir merken uns jetzt einfach mal, wir sind hier runtergesprungen, auch wenn ich glaube, dass das vielleicht je nachdem ein bisschen früh gewesen ist, ne? Aber ein Steinschwertschlüssel, da sagen wir natürlich nicht nein. Und wir bekommen dreifache Lichtring. Wieder so eine Anrufung. Bin ganz ehrlich, die interessiert mich natürlich nicht so sehr. Kannst du eigentlich irgendwas da drüben bewirken? Hm? Jetzt mal ehrlich. Kann er? Ja. Mhm. Okay. Das Problem ist, er macht das natürlich jetzt die ganze Zeit, weil er weiß, dass er nicht an uns rankommt. Na gut. Oh, hi. Ein bisschen übertrieben, aber ich dachte mir, lieber so als anders. Dass du nicht mitbekommst, was hier gerade Sache ist, freut mich ehrlich gesagt sehr. Schmiedestein 7. Keiner von denen hat irgendwas mitbekommen, ne? Erstaunlich. Wir hätten auch von oben reinfallen können. So, hat er endlich aufgegeben oder was macht er? Er chillt hier immer noch da hinten rüber. Ah, der ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zuwider, wenn ich ehrlich bin. Jetzt gleich geht das nochmal los, ne?
genau das nämlich, ne? Es ist... Ich meine, als Mage ist das schon eine coole Taktik. Wollen wir gar nicht lange drüber reden. Aber ich finde, das ist halt... ja. Ist halt jetzt nicht so fair, ne? Ist halt jetzt nicht so fair. Wenn man sich das vorstellen möchte. Also sehr schöne verwinkelte Stadt, keine Frage. Das ist schon ganz cool. Ich meine, wenn wir einen weg haben, haben wir einen weg, ne? Ich meine, ouch. Oh, jetzt nicht so nett. Dann passt das eigentlich schon ganz gut. Oh, haben wir weiter, okay. Ich weiß nicht, ob der Vollmond bis da unten reicht. Das wissen wir nicht. Hat er sich wieder teleportiert? Okay. Einen vollen Stab haben wir erhalten und eine Menge Seelen. Sehr gut. Danke dafür. Ja, wenn wir schon dabei sind, vielleicht schaffen wir einen geraden Treffer. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Mhm. Das ist ja schon sehr interessant, wo man hier überall rein kann, ne? Das muss man ja dazu sagen. Okay, mit dem Zauber oder mit dem Angriff habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, er schleudert wieder irgendwas, aber gut. Da bist du ja, mein Freund. Schön, flattert hier ziemlich nah. Beinfäule Stulpen. Haben wir auch wieder welche. Eieiei, ich glaube, wir sind zu früh runter. Ich meine, dass der Baumwächter platt ist, das ist natürlich cool. Aber
Ich glaube, wir haben da oben wahrscheinlich, ich sag jetzt einfach mal wahrscheinlich, weil ich es nicht besser weiß, einiges übersehen halt, ne? Lalalala. Immerhin leuchten sie schön. Das ist ein Vorteil für uns. Ach, da ist das. Okay, es war genau über uns. Mit anderen Worten. Hier könnten wir auch runter. Immer mal eben oben gucken, was uns oben noch erwartet. Ach so, ui. Ach, Männers. Warum denn sowas? Ja, dann. Eine schwere Armbrust. Tja. Ja, ne? Ja. Ein schöner Treffer gewesen. Ah, das ist alles sehr verwinkelt. Das ist alles sehr verwinkelt. Da müssen wir mal gucken. Schritt für Schritt. Da können wir noch rein. Hier wären wir oben aufs Dach gekommen. Richtig, richtig. Hier hatten wir die am Anfang alle umgehauen. Da geht's auch rein. Und hier haben wir uns runterfallen lassen. Okay, wir sind direkt quasi gesehen am Grace. Ja gut, das passt doch. Das sieht doch gar nicht so übel aus. Das heißt, wenn wir uns da runter springen lassen würden, bringt uns das jetzt nicht so viel. Ah, ja, 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 ja. Echt jetzt mit der Armbrust? Eine goldene Rune. Ich meine, bisher läuft das ja ganz gut. Dann gehen wir mal eben kurz hier drüben gucken, ob wir hier noch was drin haben. Ja, der pennt. Da ist auch noch irgendjemand. Eieiei. Zum Glück sind wir ein Ticken schneller, aber. Sicherheit voraus. Zeit für dies. Lagerplatz. Ja. Hallo, Herr Wache. Sie dürfen. Heiligbaum-Soldaten. Tulpen. Soll es jetzt eigentlich Heiligbaum heißen? Oder soll es irgendwie anders heißen? Das ist halt schon ein bisschen weird, ne? Schmiedestein 8. Ja. Etwas Unglaubliches voraus. So etwas meine ich halt hier, ne? Es ist dann schon ein bisschen strange gemacht. Keine Frage. Oh, Miquellas Ritterschwert. Was ist das denn für eine schicke Waffe? Ist das etwas Neues? Eine Glaubenswaffe mit Heiligschaden. Heilige Klinge. Erfüllt die Angriffe der Waffe mit heiliger Essenz und verschießt einen goldenen Klingenprojektil. Wunderschöne Waffe. Sehr schön verziert. Nice. Das ist nett. Wir können hier runter. Oder weiß ich nicht, ob das so klug ist. Aber meine, why not? Wir haben ja den Erdenbaum platt gemacht, ne? Den haben wir ja. Ui. Schluckenfraus benötigt und dann runter versuchen. Was? Kann ich nicht den... Nee, das Gerät bewegt sich nicht. Mhm. Ah, kann man sich da irgendwie ansatzweise runterglitschen? Wahrscheinlich nicht. Der ist richtig. Was geht denn?
Okay, wir probieren es einfach mal. Ich weiß nicht, ob es uns gelingt. Doch, es funktioniert. Das ist doch nett. Da kann man nicht meckern. Numenrune. Da kann man mal sehen, wie tief das hier noch geht. Ne? Wahnsinn. Wir laufen mal ganz ans Ende. Weil der Baum, der sollte nicht wiederkommen. Und das gehe ich jetzt nicht davon aus. Viele sind hier noch am Fighten. Da unten haben wir noch ein Item. Da könnten wir natürlich hier runterhüpfen. Da hinten könnten wir noch rein. Eieiei, ist schon alles ein bisschen doll, ne? Ein uralter Dunkelschmiede, Stein da, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also hier könnten wir natürlich runter, dann sind wir ganz unten. Mhm. Könnten wir machen. Ich möchte aber erst gucken, wo es auf der anderen Seite hinausgeht. Weil das ist schon ein wenig groß hier. Und ich mag es lieber, wenn die Wege in Sackgassen enden. Oder letztendlich wir wissen, wo es genau lang geht. Es kann nämlich sein. Es kann sein, muss aber nicht sein. Was bist du denn da hinten? What? Oh, ich weiß, was das ist. Jetzt haben wir dich. Da haben wir sie einmal gebrochen, ne? Na komm schon, jetzt leg dich hin. So, tolles Ding, du. Bleibst du tot? Ich bitte drum. Dunkelschmiedestein 3. Danke. So, und das meine ich mit Sackgassen. Wir könnten von hier höchstwahrscheinlich... Oh mein Gott, bitte, passt doch auf. Hier nämlich einmal rüberspringen und dort sind wir ja gewesen und könnten nämlich dort wieder hoch. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das das, was wir eigentlich haben möchten? Schaffen wir das wirklich? Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Wir werden es jetzt ausprobieren. Dann sind wir auch schlauer. Genau, und hier sind wir nämlich hier unten drinne. Hier würde theoretisch der Weg weitergehen. Was machst du denn? Ach so, deswegen leuchtet ihr. Ach, ich verstehe. Da, schöne Aussicht da unten. Viel Spaß. Aber nichts mit am Hut. Oh, okay. Soldatenstulpen. Mit der Fackel, du Ekel. Mit der Fackel. Oh ja, noch einer. Ja, dann komm her. Komm. Nein, hör doch auf mit der Armbrust. Du triffst doch eh nicht. Hol bitte das Schwert raus. Hau mich bitte einmal. Dankeschön. Weil ich möchte den gerne. Yes. Mhm. Achso, das ist ein oberes Plateau, wo wir dahin können. Wir können nicht von hier dahin. Wo geht's hier hin? Ah, wer sagt's denn? Oh, hallo, werte Wache. Machen immer alle so ein Nickerschläfchen hier, ne? Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, hätten wir die jetzt nicht ausgeschaltet. Aber das hier sieht ja ganz interessant aus. Das hier ist unser Weg. This is the way to go. Oh, hi. Ah? Da weiß ich nicht, ob wir ihn blocken können. Weil wenn er mit schweren Angriffen kommt, wahrscheinlich nicht.
weil er zu mächtig ist. Boah, sehe ich das richtig, dass sie da hinten mit Ballista und so auf uns warten? Jo, und bei einigen. Und was ist da hinten? Noch ein Baumwächter. Oha. Oh, holy shit. Das heißt, wenn wir... Ja gut, doch. Wir können darüber geradeaus auf die Brücke und den von hinten kommen. Das wäre die eine Möglichkeit. Der Weg hier runter, den kennen wir jetzt noch nicht. Da müssen wir gleich mal gucken. Was ist, wenn wir weiter nach oben gehen? Geht's weiter nach oben? Hi. Was haben wir denn da wieder verpasst, dass wir da noch nicht hingekommen sind? Sag mal. Ich sag ja, es ist ein unendliches Labyrinth, ne? Also wir haben auf jeden Fall hier oben noch ein Item. Da kommt man irgendwie... Und weiter oben ran. Müssen wir mal schauen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, welchen Weg wollen wir gehen? Wir gehen mal hier unten entlang und gucken mal, was uns hier erwartet. Obwohl ich glaube, dass wir hier dann, wenn wir da... Oh mein Gott! Wo bist du denn noch hergekommen, sag mal? Ach so, okay, ich verstehe. Wieder Armbrust, wirklich? Wir können hier runter, da kommen wir auch später hin. Also der Weg hier ist wahrscheinlich der ungesunde Weg. Ne? Vorsicht vor links. Ja, danke. Habe ich auch gemerkt. Oh nein. Nein, oh nein. Da unten sind die ganz grässlichen Tierchen. Ja, sehr schön. Ist da jemand? Ja, da ist sogar jemand. Tatsache, man kann selbst da noch runter. Aber das erste Rätsel ist eigentlich ganz oben, ne? Wir müssten... auf das Dach hier drauf, damit wir auf das rüberspringen können, dann da oben hoch und dann zu dem Item kommen können. Also da, wo der Flattermann drauf ist, da müssen wir hoch. Das heißt, wir müssten dort hoch. Und dann müssten wir hier runter, oder? I don't know, but we try it. Ey, Käferchen. Ey, so. Brauch dein Leben, entschuldige bitte. Gib mir mal bitte in der Ausrüstung... Wie viel stellst du her? Kritische Treffer regenerieren FP. Wir laufen nämlich ein bisschen gerade OOM, sag ich mal, ne? Das ist irgendein Problem, werter Herr Ritter? Wahrscheinlich nicht. Na? Ist safe, ne? Asche der reinvolle Ritterin Finlay? Oder Finlay? Eine legendäre Asche. Asche, Fäule, Ritter. Gibt so viele Aschen. Da unten sind wir gewesen. So, und wenn jetzt der Plan stimmt, wenn das jetzt richtig ist, was ich erzählt habe, dann müssen wir hier rüberspringen, richtig?
Herbst. Von hier müssen wir hier oben hoch. Ja, und dann sind wir hier oben. Oh mein Gott. Nix Gegners. Ne, okay. Nice. Ja, alles sehr miteinander, ne? Uralter Drachenschmiedestein, Wahnsinn. Also Drachendunkelschmiedestein. Und dann kommen wir hier oben zu dem Fluch des Saatbeets. Nummer 5? Ich glaube, wir sind bei Nummer 5. Bin ich so ganz so... Okay, nachdem wir das gemacht haben, könnten wir hier runter, richtig? Jeps. Und hier runter. Und dann müssen wir mal gucken. Ja, ich glaube, das ist der richtige Weg. Wir müssen erst den Weg hier runter gehen. Dann können wir hier einmal rüberspringen und da werden wir schon beschossen. Entschuldige Käferchen, aber das brauchen wir leider. Weil das, was jetzt noch auf uns hier wartet, das wird nicht unbedingt ein leichtes sein. Oh, was haben wir hier? Oh. Achso, die Pflanzen. Ja, klar. Es ist halt die Frage, lasst ihr uns in Ruhe hier? Ihr schafft es nicht, ne? Die schießen da irgendwo hin, ich weiß nicht wohin, dann passt das. Dann können wir uns nämlich hier in aller Ruhe auf das fokussieren, was wir hier nämlich vor uns liegen haben. Ja, oder auch nicht. Natürlich schon ein bisschen fies, aber gucken wir mal, das sollten wir schon schaffen. Haben wir dich als Ziel? Haben wir. Sehr gut. Gib mir mal bitte direkt den Trank, dann können wir die Pflanze eben da weghauen. Ich direkt ein Problem weniger. Achso, das sind noch, ja, die Kleinen. Kleinen! Na gut, da hat es uns dann doch einmal erwischt. Aber wir haben ja zum Glück genug von euch, ne? Ja. Gut, sehr gut. Das heißt, wir könnten uns hier jetzt noch runterfallen lassen. Das könnten wir noch tun. Wahnsinn, oder? Wie bepackt das ganze Gebiet ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir uns hier... Komm mal auf jetzt hier. Die Frage ist natürlich, wenn wir uns jetzt hier runterfallen lassen, wenn nicht von hier, von der anderen Seite, wie kommen wir denn wieder raus? Wo war das denn? Das war hier, ne? Da irgendwas Dickes dran. Das macht mir ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Ah, okay. Ich meine, wir haben eh gar keine andere Möglichkeit, ne? Oh, shit. Okay. Soweit okay. Oh, das ist ganz schlecht, ne? Ist da eine tot? Oh mein Gott. Hör auf. Nein, ich will nicht. Neben den, gib mir eben den. Nein. Oh mein Gott. Ja. Das ist eine ganz schlechte Ecke hier, wenn ich das mal eben so sagen darf. Ne? Und die Jungs sind halt echt nicht von schlechten Eltern, deswegen wenn wir da einfach mal draufhauen und wahrscheinlich jetzt sterben, weil wir noch die Scharlachfäule haben. Jetzt haben wir das Vieh noch am Start und wir sind da dead. Mann! Boah! Da versuchst du gerade über eine halbe Stunde vorsichtig zu sein und dann kommt so eine Scheiße dabei raus, nur deswegen. Gott, ist das grässlich. Ah, wären wir vielleicht einfach weitergelaufen, oder? Wären wir vielleicht einfach weitergelaufen. Es ist halt lame. Was willst du halt machen?
Ja, ich schlitz ihn ab. Da kannst du auch gerne zugucken. Da. Na gut, das wird natürlich, ich sag mal, ein wenig schwer, ne? Das wird ein wenig schwer. Ich meine, den Zauber, den wir nutzen können, ist natürlich die Mondklinge, direkt für beide. Aber wir gucken mal, dass wir da jetzt halt nochmal hinkommen. Das wird gar nicht so einfach wie gedacht. Aber schauen wir mal. Dann muss ich einmal nach unten ab. Ah, die müssen wir halt so machen, ist ja klar, weil anders funktioniert es nicht. So viel Leben gibt das jetzt auch nicht, ne? Mana meine ich. Gib uns doch mal. Wir sind eh nicht die schnellsten, das ist ja kein Speedrun, ne? Wir wollen einfach nur locker flockig einmal durchkommen. Was wolltest du denn gerade dazu dir nehmen? Gut. Ja, wir könnten von hier rüber gehen. Richtig? Ich meine ja. Alle op. Hier einmal eben rüber. Müssen wir nicht fighten. Dann einmal hier hoch. Einmal hier hoch. Ich meine, so war das ja, ne? Dann können wir. Ja, ich denke mal hier runter, right? Ja. Und dann einmal hier runter. Da müssen wir nichts machen. Hier einfach runter und dann sind wir auch schon da. So, ich denke mal, das große Problem wird das hier sein, oder? Na gut, das hält sich in Grenzen. Sollte vielleicht kein Problem sein, aber... Ja, fast. Das heißt, wenn wir hier runtergehen, müssten wir eigentlich rein. Das ist ein bisschen risky. Deswegen werden wir mal eben kurz hier durchstiefeln. Genau, caste mal deine Zauber. Gib uns mal den Stab. Alle ob. So, wo sind wir gestorben? Irgendwo da unten war das, ne? Ja, ich meine schon. So, hi. Ach, komm. Okay, das war Nummer 1. Das war Nummer 1. Wo ist Nummer 2? Da ist Nummer 2. Und da war Nummer 2. Und jetzt ist wieder alles gut. Jetzt ist wieder alles gut. Die sind halt einfach... Oh, Schwert des reinvolle Ritters. Wir sind einfach nur ein bisschen hart im Nehmen. Ein Stoßschwert. Aufspießender Stoß. Okay, hat aber keine magische Skalierung. Dürften aber je nachdem wahrscheinlich wieder so verwenden. So, guten Tag, meine werten Herren. Na, Interesse? Nun sehe ich keinen Zwang an. Heute noch kriegen Sie Ihren Crit. Ja, bitte? Na? 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 Wow. Genau in dem Augenblick, ne? Ist es nicht Wahnsinn? Genau in dem Augenblick, wo ich was machen möchte, kommt er. Als wäre es geskriptet.
glaube, so schimpft man das heutzutage. Eine Spaltaxt. Yes. Okay. Geisterflammenpfeil. Was hast du Schönes dabei? Ein wärmender Stein. Die können wir eigentlich je nachdem auch mal nutzen. Ich wüsste gar nicht, was wir mit denen sonst noch anfangen sollen. Und hier hinten ist sogar auch noch ein Weg. Wo führt der denn hin? Oh, wir hätten uns gar nicht so eine Mühe machen müssen. Wir sind jetzt genau hier hinter den Jungs, ne? Oh. Es ist ärgerlich. Ja, es ist ärgerlich. Eindeutig. Aber dagegen machen wir halt nichts. Es ist halt so. Dagegen machen wir nichts. So, das heißt, unsere Seelen liegen natürlich jetzt da unten. Und das ist eine ganz uncoole Stelle. Was ich natürlich jetzt noch machen werde, damit auch nichts schief geht. Ich werde mal eben kurz mit euch hier nach oben reisen. Und wir hoffen mal, dass wir da irgendwo einen Grace haben. Damit wir da ohne Probleme weiterkommen. So. Haben wir die zwei schon mal erlegt. Danke dafür, Schmiedestein. Um den kümmern wir uns gleich, denke ich mal. Hier geht es so und so irgendwo noch anders hin. Ich finde es aber auch gut, dass sie die Ritter, die normalen Ritter hier drinnen gelassen haben. Einfach als Gegner. Das ist schon okay. Außerdem haben sie einen sehr schönen Wappenrock. Asche der Soldaten des Heiligbaums. Oder Harligbaums. Das ist schon okay. Das ist schon okay. So, wir könnten natürlich jetzt hier einmal hoch. Ja. Ja. Da runterspringen oder so. Aber wo ist ein Grace? Das ist halt die große Frage. Da kann man auf jeden Fall rein. Ich suche ein Leuchtfeuer. Meine werten Ladies and Gentlemen, ein Leuchtfeuer. Ja, bitte den. Tausch den mal mit. Ich wüsste es jetzt gar nicht. Ja, dann meinen Tee. So gebe man mir meinen Meteor. Keine Lust auf irgendwelche spannenden Ritters-Leute da unten. Wir könnten ihn machen. Klar. Sieht aber ein bisschen komplex aus. Gerade weil wir jetzt so viele Seelen da unten haben. Ne? Wenn wir jetzt aber hier runterspringen, dann haben wir natürlich richtig Spaß an der Backe. Das ist die Frage, was wir jetzt gerne lieber haben möchten. Wir haben noch unseren Trank. Deswegen denke ich mal, werden wir erstmal die Phalanx nehmen. Wir werden uns damit buffen. Wir werden uns das holen. Und dann geht's eigentlich ab. Dann gucken wir mal. Ich meine, mir ist doch bewusst, dass er natürlich da oben drauf haut. Natürlich. Warum denn auch eigentlich nicht? Aber die Frage ist halt, ob bei ihm nicht so... Aha, okay. Ja. Ob wir nicht so einfach plätten können. Yes. Stirb. Eine Fürstenrune. Gut. Machen wir diese Kackdinger auch mal klein. Wir kriegen echt dadurch noch Mana. Tatsache. Das ist ja lustig. Wenn wir jetzt hier runtergehen, haben wir noch die Chance, ganz runter zu gehen? Haben wir. Ja. Okay. Es ist natürlich wieder jetzt so eine Sache, warum gehst du runter, ne? Es ist, müssen wir halt mal gucken. Oi. Ja, sehr gut. Ja. Solange der andere davon nichts mitbekommt, ist das gar kein Problem. Oh, danke, der hat gesessen. Holen wir uns einfach Hilfe. Wir haben doch einen Tank. Warum nicht? Wie wir sehen, hält er auch eine Menge aus. Huh? Oh mein Gott.
jetzt wurden wir gesehen. Jetzt müssen wir vorsichtig sein, sonst ist das jetzt gleich ganz schnell vorbei. Mhm, genau das meine ich. Warum? Achso, der Bogenschütze, ne? Glaube ich zumindest. Haben wir. Heiligbaum, ja. Wir bleiben einfach mal hinter unserem Tank. Bufft er sich? Okay. Das war schon mal sehr gut. Ja, wir können natürlich hier ganz auf Nummer sicher gehen. Nein, klar, warum? Why not? Ich meine, andere Wahl haben wir nicht. Boah, zum Glück sind wir nicht runtergesprungen. Das wäre ja ziemlich ätzend gewesen. Die Dinger mal kaputt gehen, ne? Gut, dann einmal hier. Jawohl, gib her die Knospe. Den guten Loot. Gucken wir uns eben noch ein bisschen um. Hier dürfen wir runtergehen. Sehr schön. Das ist auch der Weg nach unten, der offizielle Weg. Jetzt können wir hier nur eben drüber gehen. Adernblatt und schnappen. Da hinten sind noch ein paar Wachen. Die sollten uns nicht so sehr interessieren. Goldene Rune und dann sind wir eigentlich ziemlich gut dabei. Jetzt sag mir bitte, wir haben da drin irgendwo irgendwas. Ja. Dankeschön. Wir brauchen Aufladung. Wir müssen rasten. Keine Chance. Und ich begrüße euch das nächste Mal wieder ganz herzlich zurück zu Elden Ring. Bis dahin.